Heute 16 Uhr Livestream. Schaltet alle ein. 16 Uhr heute. Was geht, Leute? Willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Wir sind gerade mit Not So Cool noch dabei, unser Festival-Set vorzubereiten. Hoffentlich gibt es keinen Copyright-Strike. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich dann soweit bin, und ich erkläre euch, was dieser spontane Vlog überhaupt zu bedeuten hat. Also, wir sind mit Not So Cool soweit durch. Wir haben gerade das erste Mal gemeinsam nackt aufgelegt. Das ist nämlich das Ding, was wir jetzt durchziehen werden. Jetzt hat er gerade schon wieder seine Hose angezogen. Aber es ist was ganz... Okay. Aber es ist was ganz, ganz Verrücktes passiert. Freddy, was habe ich dir eben gezeigt? Erzähl's mir. Fortnite, Lamas in ganz Europa, Barcelona, sind wir nicht. Polen, sind wir nicht. London, sind wir nicht. Wo sind wir hier? Bonn-Gleuel. Bonn-Gleuel. Hi Freddy, na, möchtest du was sagen oder? Ja, aber Leute, mein Kanal. Es gibt Lamas von Fortnite in echter Lebensgröße am Neumarkt, witzigerweise. Die haben Zahlen. Die haben Zahlen? Ja. Was bedeutet das? Weiß ich nicht. Was bedeutet das, Freddy? Weiß ich nicht. Micha, was bedeutet das? Maria, du die Mastbetrieb kommen. Oh, damn, es sind Mastlamas, jetzt haben wir es, Alter. Viele haben auch gesagt Fan-Theorie, aber stell dir mal vor, so Idioten-Fans fahren dann überall rum und stellen. Stell dir mal vor, ja, wollte ich gerade sagen, als ob so Fans den Dörrburger-Kopf einfach in die Wüste stellen. Nee, nur die Lamas alle jetzt. Ja, aber ganz, wer bastelt denn die ganzen. Wer bastelt denn die ganzen Lamas, Freddy? Bisschen höher. Freddy, wer bastelt denn die ganzen Lamas? Bisschen höher. Sturmbaff. Da steht nur Sturmwaffe. Und Niert steht da. Niert. Wir fahren auf jeden Fall jetzt dahin. Witzigerweise war ich sogar heute Morgen noch am Neumarkt. Wir fahren jetzt da in die Nähe und parken da und schauen uns an, ob da auch diese komischen Agenten sind, die man nämlich überall bei den ganzen Burgerköpfen und sowas sieht. Denn, vielleicht habt ihr es mitbekommen, hier ist nochmal ein kleiner Artikel eingeblendet. Ihr seht es gerade. Es gab nämlich diesen Dörrburger-Kopf in der Wüste. In Kalifornien war es, glaube ich. Da kommen immer mehr Agenten zu. Es kommen diese ganzen Agenten-Skins. Reddy hat auch ein Video darüber gemacht. Links in der Beschreibung. Da hat er nämlich quasi bei dieser Nummer angerufen. Bei der Nummer kommen wieder so seltsame Störgeräusche und so weiter und so fort. Next Level Marketing auf jeden Fall hier von Epic Games. Und wir sind beide so krank gehypt, dass wir auf jeden Fall. Das ist die ganze Season jetzt so. Die haben jetzt einfach durch diese Scheißrisse so eine Legitimation, immer Sachen in die echte Welt zu transportieren. Stell dir mal vor, irgendwann liegen überall Waffen rum. Leute bringen sich um. Geil! Woo! Battle Royale in Real Life. Tschüss! Wir fahren jetzt rüber, Leute. Ich habe gerade noch meine neuen Twitch-Emotes eingestellt. Übrigens riesigen Dank an die liebe Suki, die mich da quasi so Artwork-technisch unterstützt hat. Ihr Link zu dem Twitch-Channel ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Checkt den auf jeden Fall aus. Weißt du, bin ich heute Abend auch wieder ab 16 Uhr sogar schon online, Leute, denn ich muss das Ganze ein bisschen vorziehen. Wir üben nämlich, wie gesagt, morgen noch unser Not So Cool Set. Folgt natürlich auch Not So Cool auf Spotify. Ihr wisst, immer am Pluggen, immer am Grinden. Wir machen es jetzt auf den Weg. Ich bin wirklich mal gespannt, wie dieses Lama-Ding aussieht, was da dahinter steckt, ob da irgendwelche Agenten sind oder vielleicht doch nur Heroin-Penner, denn der Neumarkt ist tatsächlich die... Fahren wir los jetzt! Wir fahren los jetzt! Geil, machst du auch einen Vlog davon? Ich mach auch einen Vlog, Alter! Heftiges Ding! Content-Crossover! Was glaubst du, ist drin im Lama? Keine Ahnung. Ist hoffentlich noch da. Bonbon. Überall blitzt das, ne? Ich weiß, ich kenne das. Ich bin schon 90 Mal geblitzt worden. Du filmst doch gerade, ne? Mit meiner Kamera. Ja, ist gut. Ich hab noch gar nicht ein Video über ein neues Auto gemacht. Soll ich noch ein Video über ein neues Auto machen? Das ist gleich wie vorher nur mit Cabrio. Das ist ein... Darf ich nicht sagen. Ist geheim. S-Klasse, Long-Version, Cabrio Coupé. Pegasus 3000. Das RAM ist wichtig. AMG. Wie viel PS hat dein Auto? 40 auf allen vier Reifen mal 6. Ich habe 6 Reifen. Keine Ahnung, Alter. Jedenfalls mache ich mir tatsächlich Sorgen, dass wirklich ein Obdachloser, also no shit. In Köln die Obdachlosen sind crazy, aber die Neumarkt-Obdachlosen sind next level crazy. Nee, doch. Hier sind die verrückt. Die sind hier komplett verrückt. Letztens stand ich da in dieser Kaffeemarke XY und dann hat vor mir jemand einen Ice-Cooled, Cold Brewed Chai Latte mit... Chai Venti mit... Ja, genau. Mit Cream. Venti mit Mandelmilch bestellt. Und weißt du, was dann draußen gegangen ist? Was? Die haben angefangen, sich auf der Kreuzung abzustechen. Ah, Freddy, das ist ganz normal hier in Köln. Ja, das so, wir haben jetzt gerade hier geparkt. Halt Maul, Alter. Und hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Mann, das ist einfach der einzige Parkhaus, das so einen Stellplatz hatte. Komm, halt die Schnauze. Also Leute, wir gehen jetzt darüber. Neumarkt ist direkt hier vorne und ich bin wirklich gespannt, ob das Ding noch da steht, weil wie gesagt, es ist schon 9 Uhr, wie Freddy eben gesagt hat. Und es kann natürlich sein, dass entweder A, wir sind in Köln, jemand, Uhr, wie ich gerade halt den Mund jetzt, Alter. Entweder hat A hier das Lama schon angezündet, B, ist es kaputt getreten worden oder C, die Polizei hat es festgenommen und abgeschossen. Man weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Da vorne soll es irgendwo stehen, Leute. Oh, hat so ein bisschen was von Pokémon Go, Alter. Wie Pokémon suchen. Ich zocke ja immer noch. Ich ja nicht. Aber... Dein Fehler. Aua. Jedenfalls ist es gerade so, wir sind wieder draußen zusammen, Alter. Für einen Vlog, das haben wir seit... Wir waren wirklich lange nicht mehr zusammen. Alter, ich war lange nicht mehr draußen. Luft! Sauerstoff! Okay. Unangenehm! So, Buddy-Tag hinter dem Bus jetzt gerade. Oh mein Gott. Wo ist das Lama, Freddy? Also das Bild war von hier, sodass man das... das Gebäude dahinter. Also hier gibt es nochmal kurz ein Bild. Das Lama ist weg. Also Leute, ihr habt es gerade gesehen, das Lama ist leider nicht mehr da. Aber ich habe gehört, dass die demnächst eins im UFO aufstellen wollen, Leute. Die Adresse kennt ihr ja alle.
ne? Ja. Können die auch immer gern vorbeikommen. Mega. War auf jeden Fall ein spannender Vlog, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Toll, dass es jetzt auch so gut geklappt hat. Okay, es gibt brandheiße News. Wir haben gerade mit dem Kioskbesitzer gesprochen. Das Ding ist nicht zerstört, abgefackelt oder angepisst worden. Morgen um 7 Uhr steht das hier, Leute. Ratet mal, wer hier morgen um 7 Uhr aufsteht. Ich nicht. Wahrscheinlich jetzt um 9, weil ich ein bisschen ausschlafen möchte. Aber ich würde sagen, wir machen einen kleinen Zeitsprung und sehen uns dann morgen um... Freddy, wir sehen uns morgen um 9 Uhr hier, oder? 7 können wir machen. 7 ist ein bisschen früh, ne? Oder um 8. Um 8, sagen wir 8? Um 8. 8 Uhr hier? Ja, wir wohnen nämlich... lass um 9 treffen. Lass halb 9, dann frühstücken, 9 Uhr dann hier zusammen. Aber wir treffen uns um halb 9 hier und frühstücken hier zusammen. Ja. Okay. Also Leute, wir sehen uns dann morgen um halb 9 hier. Du bist auch halb 9 hier. Und dann wird geblockt und geguckt, was es mit diesem Ding auf sich hat. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ciao. So Leute, nächster Tag. Wir waren gestern Abend noch ein bisschen länger bei Zander. Dementsprechend ist es jetzt schon wieder 9 Uhr. Das eine oder andere Bierchen getrunken. Der gute Boy war auch mit dabei. Ich denke mal, wir werden es jetzt einfach auf dem Weg zum Neumarkt machen, Leute. Und dann hoffentlich da dieses gottverdammte Lama endlich finden, anfassen, lecken können und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach da gleich wieder. Okay, Leute, das Lama steht noch nicht da, aber das ist das weiße verdächtige Auto, wo es wahrscheinlich drin ist. Moritz, kurze Berichterstattung vom... Ich bin aufgeregt, aber ich gehe nach Hause. Schlafen. Wir waren ja gestern beim lieben Zander und Riole und Riole hat genau von diesem Auto erzählt, Leute, und hat uns gesagt, dass der Mitarbeiter von Epic Games und der Logistiktyp von Deutschland nicht eine Sprache sprechen konnte und Riole ist dann hingegangen, hat den irgendwie bei den beiden übersetzt. Vielleicht liegt es gerade daran, dass der Kioskbesitzer nicht versteht, dass sie jetzt Lamas wieder aufbauen wollen oder sonst was. Aber auf jeden Fall handelt es sich um dieses zweite Auto, wo das gottverdammte Lama drin ist. Und ja, bis jetzt ist noch nichts anderes zu sehen. Also die unterhalten sich gerade schon mit diesem Kerl scheinbar. Ich bin mal gespannt, ob wir das überhaupt jetzt sehen können. Aber ich glaube, wenn Freddy da ist, dann setzt er sich durch und dann wissen wir schon mehr. So, der Kaffee ist da. Freddy ist da. Jetzt müssen wir nur das Auto... Ich glaube, das ist ein weißer Laster. Ja, pass auf, ich war gestern bei Riole. Ja. Und Riole hat erzählt, dass der gestern übersetzen musste zwischen dem Mitarbeiter von Epic Games und dem Lieferanten. Das heißt, ja, die sprechen wohl beide kein Englisch und kein Deutsch. Ist egal, wir gehen jetzt mal darüber und gucken mal, okay? Ja. Also Leute, wir haben da vorne, ich meine, es ist jetzt zwar gerade geblurrt, aber da ist ein französisches Kennzeichen drauf. Wo sitzt Epic Games in? Das ist in Spanien. Epic Games. In Frankreich. Danke, das ist mein Kaffee. Mensch, richte den weißen Wagen auf, damit ich dieses verdammte Lama sehe, Alter. Ich hab Hunger. Ja, ich hab meine Axt dabei. Ich knall da Also die Spuren am Boden weisen auf jeden Fall auf eine Piñata oder Lama hin. Könnte aber auch vom CSD sein, man weiß es nicht, ne? CSD. Oder Lama. Die ist aber tatsächlich nur hier. Hm, mysteriös. So mysteriös. Freddy, was passiert gerade? Live-Berichterstattung. Kann ich ein Foto machen? Bruder, ich mach gerade ein Video, Alter. Weg mit dir. Also nochmal, der Mann ist gerade aus dem Auto ausgestiegen. Es handelt sich um dieses Objekt da vorne, Freddy. Er hat kein Cosplay an, kein Fortnite-Cosplay. Was machen wir jetzt? Freddy, beiß ihn, Alter, beiß ihn. Beiß ihn, Freddy. Wir sind Lockmodule gerade. Als ob ich jetzt irgendjemanden beiß. Hör doch auf jetzt. Freddy, es geht um Fortnite. Sch*** Pokémon. Fortnite. Okay, Leute, es geht los. Er öffnet das Auto. Da ist es. Oh mein Gott. Oh, Bruder. Shit, damn, Bro. So, offiziellen Fortnite-Mitarbeiter. Das ist Dedication hier. Hey, Sam. Ja, ich schwöre, Ich schwöre, da ist nichts mehr drin. Er hat gesagt, das war's, Alter. Ja, ist auch merkwürdig, ne? Ist da irgendwas dran, Freddy? Aber es steht doch nichts drauf oder so, ne? Warte, guck mal hier. Hier ist auch gar nichts. Da ist kein Schild, dass man das Lama nicht halten soll. I'm allowed to ride it. No problem, dude. Ja, das war's. Hat sich gelohnt. Wir haben am Neumarkt übernachtet. Du hast aber angepackt, ne? Ich hab's angepackt und auch geküsst. Ja? Das ist ein Win. Alter, sollen wir einfach... Die nächste Runde, die du machst, bist ein Win. Ja, er ist gerade weg. Wollen wir einfach klauen? Schnell. Okay, so viel dazu. Mehr gibt's gar nicht zu sehen, weil... Aber ich hab noch was Spezielles dabei. Okay. Aber das sehen die Leute natürlich vorbei. Ja, schaut bei Freddy vorbei.
das war's von meiner Stelle. Ich denke mal, wir sehen uns gleich im UFO wieder und ich werde mal ein bisschen was darüber erzählen. Bis gleich. Guten Morgen, Thomas. Das Video muss jetzt schnell fertig gemacht werden. Also, schneide! Also schneide, Junge, schneide! Leute, wir sind jetzt wieder zurück im UFO. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das Ding wiegt an die 40 Kilo. Ich hab's ja getragen. Dann, Leute, ist da keine Nummer, kein Agent, kein gar nichts in der Nähe. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist einfach eine Masche von Epic, die gesagt haben, entweder wir sparen uns hier ein bisschen Geld und trollen einfach nur ein bisschen rein. Oder sie haben bewusst drauf gesetzt, das so simpel wie möglich zu halten. Freddy meinte schon, es könnte ein kleiner Teaser sein für das, was eventuell in den nächsten Städten in Europa kommt. Wir haben Barcelona, wir haben Warschau, wir haben London, wir haben Köln und ich glaube, in Paris ist auch was gesichtet worden. Lange Rede, kurzer Sinn, in jedem Land in Europa gibt es ungefähr eine Stadt, die mit so einem Lava gesegnet worden ist. Was das jetzt genau für uns heißt, ob es jetzt vielleicht doch nur eine ganz kleine Promo-Aktion für Season 5 ist, wissen wir nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was darauf noch zukommt und ich bin auf jeden Fall krankheit auf Season 5, meine Freunde. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Checkt auf jeden Fall mal meinen Instagram-Account, dann habe ich noch ein wunderschönes Foto mit dem Lava und Freddy gepostet. Lasst auf jeden Fall ein Follow da und wir sehen uns dann, wie gesagt, heute Nachmittag um 16 Uhr beim Livestream. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Dabbt auf die Helder, ihr wisst Bescheid. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.